Einfach lächeln, trotz Tristesse. Auf Optimismus machen und dann wieder lächeln. Einfach so tun, als wäre gar nichts gewesen. Christian Lindner kann das gut. Er will die schmetternde Niederlage einfach vergessen machen. Dabei ist alles anders. Die FDP ist nun außerparlamentarische Opposition. Doch auf alte Traditionen will sie nicht verzichten. Die Feier zum Jahresanfang, die muss einfach sein. Gala-Buffet und Sektempfang. Von Neuanfang ist noch nicht viel zu spüren. Gibt es eine Programmüberschrift, die Sie setzen wollen? Mir ist wichtig, dass die FDP sich von alten Klischees und alten Abhängigkeiten löst. Wir sind eine liberale Partei, aber als solche können und dürfen wir nicht uns einsetzen für einzelne Interessen, einzelne Branchen, einzelne Gruppen oder wie man in Deutschland sagt, eine Klientel. Auch das Klischee der Klientelpartei hat zum Trauma vom 22. September geführt. Die FDP landet knapp unter 5%, fliegt aus dem Bundestag. Dabei war sie im Nachkriegsdeutschland immer in der Regierung oder der Opposition. So weit unten war die Partei nie. Schon am nächsten Tag ist die alte Riege Geschichte und Christian Lindner will übernehmen. Als Heilsbringer wird Lindner kurz danach Parteichef mit 34. Seit jeher pflegt er das Image jugendlicher Durchstarter. Hallo, ich bin Christian Lindner und mit 21 Jahren jüngster Landtagsabgeordneter in NRW. Heute sitzt er wieder im nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf. Hier ist der FDP-Bundesvorsitzende Oppositionspolitiker. Hier hat er sie gelernt, die kalkulierte, scharfe Attacke. Frau Kraft, Ihre Haushaltspolitik, das sind Zahlenhalluzinationen. Es ist keine seriöse Finanzpolitik. Doch manches läuft auch mit dem neuen Parteichef einfach schief. Seit 150 Jahren versammelt sich die FDP am Dreikönigstag im Staatstheater Stuttgart. Und immer begrüßen die Sternsinger den FDP-Parteichef. Bisher. Alle erwarten Sie. Doch die Weisen aus dem Morgenland kommen diesmal einfach nicht. Und so muss Christian Lindner ohne den christlichen Segen beginnen, seiner Partei Mut zu machen. Mut für die erste Bewährungsprobe, die Europawahl im Mai. Unser Auftrag als europäische Liberale gemeinsam ist es, das klare Bekenntnis zu Europa zu verbinden mit dem Mut, seine Probleme anzugehen. Selbstkritik, ein neues Programm, davon keine Rede. Dennoch für den neuen Parteichef nur Lob. Verspürt Dynamik, Jugendlichkeit. Und ich denke auch eine gewisse Volksnähe. Also ich glaube, dass vor allen Dingen der Lindner deswegen der richtige Mann ist, weil er der FDP die Glaubwürdigkeit zurückgibt. Bis zur nächsten Bundestagswahl sind es noch 4 lange Jahre. Nur lächeln bis dahin, das reicht nicht für neue Wähler und eine FDP, die Sehnsucht danach hat, wieder richtig wichtig zu sein.